So, Leute, da sind wir beim nächsten Commander Deck. Kamigawa Neon Dynasty hat auch ein rot-grünes Commander Deck und zwar Upgrades Unleashed. Ja, schönes Commander Deck und auch hier wieder Dankeschön an den Zuschauer, für den ich das aufmachen darf. Ich liebe das einfach, ich finde das super. Manche Leute fragen mich so, ey Blacky, wie kann man sich unterstützen? Ich werde es auch demnächst auch nochmal in Social Media Posts reintun und werde euch sagen, wie grundsätzlich, ich nehme sowas immer ganz gerne an und ihr wisst das ja auch. Ich lasse ja auch von Freunden hier Sigilairs aufmachen auf dem Channel und so weiter. Dementsprechend, sowas ist für mich der Hammer, wenn ich Sachen reviewen kann und dafür keine Unkosten habe. Und wenn ihr das Ding sowieso euch holen wolltet, dann war das super cool, dass ihr mich gefragt habt. Und da finden wir dann auf jeden Fall auch eine Lösung, die euch auch bestimmt gefällt. Habe ich dieses Mal auch. Da haben wir einen Zähler. Da haben wir dieses riesige Poster. Genau, wir haben einmal hier, das ist ja eine Schlange. Das sehe ich jetzt erst. Playing the deck, the Commander Rules. Dann über den Shiziro, Shirizo und Zirkulärwerbung. Nice. Danke dafür, Wizards. Danke, danke für die Zirkulärwerbung. Gucken wir uns das Deck an. Das Deck wird bestimmt lustig werden. Dementsprechend, was wir haben. Zuallererst, ja, ich weiß, dass bei dem Deck was fehlt. Ich weiß, dass hier ein Land doppelt drin ist, was eigentlich eine Nissa sein sollte. Und ich kenne auch die Kontroverse darum. Ich werde darauf nicht so hart eingehen. Es haben eine Menge andere Channel schon gemacht und das Deck ist ja schon länger weit draußen. Dementsprechend, ja, guckt es euch bei anderen an. Meine Meinung ist, jeder darf Fehler machen und ich finde das nicht schlimm. 4-Mana 4-4, Shiziro. The Shattered Blade. Immer wenn eine Aura oder ein Equipment ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine 2-2 Spirit Creature Token mit Menace. Und am Endstep legen wir eine +1/+1 Mark auf jede modified Kreatur. Also wenn sie ausgerüstet ist, wenn sie eine Aura drauf hat oder Counter drauf hat. Okay. Schöner Treasure. Schöner Smoke Blessing. The fuck? Bin ich gespannt. Goblin. Smoke Blessing. Elemental. Spirit, das sind die 2-2 Spirits mit. Mindestens das sieht man. Alter, was der da kreiert. Smoke Blessing und Spirit, Beast und Treasure, Spirit und Treasure. Wie gesagt, hier gibt es nichts drin, was Plants macht. Außer die Nissa, die nicht drin ist. Treasure, Subrolling, Spirit, 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 Phyrexian Germ, Spirit. Okay, wir haben einen Living Weapon hier drin. Finde ich ja schon mal interessant. Gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Komm, irgendwie muss das doch aufgehen. Na, ich bin schlecht in diesen Teilen, das wisst ihr. Und das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das aufhängen muss. Ach, ich hab's gefunden. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass es mich nicht abreißt. So, weg mit der Müll, weg mit dem Müll. Genau, hier haben wir Shiziro und wir haben unseren Möchtegern zweiten Commander. Den lege ich mal so nach vorne und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben Kaima the Fractured Calm. 4-Mana 3/3, zu Beginn des Endsteps golden wir jede Kreatur, die der Gegner kontrolliert, die mit einer Aura enchanted ist, die wir kontrollieren. Dann legen wir eine +1/+1 Marke auf dem für jede Kreatur, die goaded wurde. Goaded bedeutet, diese Kreatur muss angreifen und darf euch nicht angreifen, es sei denn, ihr seid das einzige legale Ziel für den Angriff. Hammer. Wirklich, wirklich Hammer. Ich mag die Karte und es ist halt auch als Commander. Hier verzaubern wir unseren eigenen Kram und machen damit coole Typen. Und hier fangen wir halt an, Gegner-Kreaturen zu verzaubern. Das ist ganz cool. Aki Battle Squad, 6-Mana 6/6. Immer wenn ein oder mehr modified Kreatur angreifen, dann tappen wir alle modifieden Kreaturen. Und nach der Combat Phase gibt es eine weitere Combat Phase. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Runde triggern. Ich wollte gerade sagen, what? Aber nur einmal pro Runde. Collusion of the Realms. 7-Mana. Warum sind die denn so teuer? 7-Mana Sorcery. Jeder Spieler mischt alle Karten, die er kontrolliert, in das Deck. Jeder Spieler, der Non-Talk Creatures in sein Deck gemischt hat, revealed so viele Karten oben von seinem Deck, bis er eine Kreaturenkarte revealed, legt die dann ins Spiel und den Rest unter das Deck. Wir schaffen nur alle Kreaturen rein. Okay, ich dachte gerade alle Permanenten. Ich dachte gerade, what? Kami of Celebration, 5-Mana 3/3, immer wenn eine modified Kreatur, die ihr kontrolliert, angreift, exilieren wir die Obstkarte unseres Decks und wir können diese Karte diese Runde casten.
Equipment Aura, die wir kontrollieren, oder plus 1 Marken gilt als Modified, bla bla bla. Immer wenn ihr einen Spell aus dem Exile castet, legt den plus 1 Marke auf eine Kreatur. Komainu Battle Armor. 3x2/2 mit Reconfigurate, das heißt, ihr könnt die für 4 Mana ausrüsten oder 4 Mana abrüsten. Dann ist es wieder eine Kreatur. Mit Menace. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2 ein Menace. Und immer wenn die Armor oder die gekippte Kreatur am Spieler Schaden so wie golden wir jede Kreatur, die der Spieler kontrolliert. Das ist cool, ich mag Gold. Smoke Spirits Aid, ein rotes und X. Für jede bis zu X Target Creatures kriegen wir eine rote Aura Token mit Smoke Blessing im Namen. Und die haben Enchant eine Kreatur. Wenn die enchantete Kreatur stirbt, schieben wir einen Schaden an den Besitzer und wir kriegen einen Treasure Token. Okay, strange. Unquenchable Fury, 3 Mana Enchantment. Wir verzaubern eine Kreatur, die verzauberte Kreatur, immer wenn diese Kreatur angreift, kriegt sie X Schaden an einem Spieler, wobei X die Anzahl an Handkarten ist. Okay. An dem Spieler, den die angreift. Und wenn die in den Friedhof gelegt wird, bringen wir sie zu auf die Hand. Das ist nett. Ascendant Akolyt. 5x1/1, wenn er ins Spiel kommt, kommt er mit +1/+1 Marke ins Spiel. Für jede +1/+1 Marke unter Kreaturen, die wir kontrollieren. What? Krass. Und zu Beginn des Versorgungsmeldes verdoppeln wir die +1/+1 Marke auf dem. Okay, ja, ist okay. Concord with Kami. Oh mein Gott, ist niedlich. Oh mein Gott, er ist so niedlich. Wir können nicht sagen, dass er nicht niedlich ist. 4x Enchantment. Zu Beginn des Endsteps suchen wir uns ein oder mehrere Sachen aus. Wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die einen Counter hat. Wir ziehen eine Karte für jede Kreatur, die... wenn wir eine enchantete Kreatur kontrollieren. Und wir kriegen 1/1 Color Spirit Token für jede equippte Kreatur. Für eine Kreatur. Ach so, wir kriegen am Ende des Zuges kriegen wir eine +1/+1 Marke, wenn wir eine Kreatur im Counter haben. Wir ziehen eine Karte, wenn wir eine enchantete Kreatur haben. Und wir kriegen 1/1 Spirit, wenn wir equipped haben. Gott, ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Das war ja peinlich. Kozai Penitent Warlord. 3 Mana, 0/5. Solange der enchanted equipped oder ein Counter drauf hat, hat er, whenever der Schaden zufügt einem Gegner, zieht er so viele Karten und er fügt so viele Schaden an jedem Gegner zu. 3x05 Ugra Samurai. Nice. One with a Kami. Nicht one with nothing, one with Kami. 4 Mana Enchantment, Flash. Wir verzaubern eine Kreatur, die wir kontrollieren. Immer wenn die enchantete Kreatur oder eine andere modified Kreatur, die wir kontrollieren, sterben, kriegen wir X11 Spirit Tokens, wobei X die Kreatur Stärke ist. Nice. Das sieht auch nice aus. 4 Mana 0/0 kommen mit 2 Marken rein und wenn die stirbt, suchen wir unser Deck nach X Standardländern, wobei X die Stärke ist, die hat. Und sie heißt Rampant Rejuvenator. Jo, nett. Silk Guard, ein grünes und X als Instant. Das sieht so seltsam aus. Aber es ist doch der Dude, oder? Ist das nicht der Commander? Ich mag das ja, wenn Karten... Jo, es ist der Commander. Ich mag es ja, wenn Karten im Deck den Commander repräsentieren. Ich finde das ja cool. Wir legen eine +1/+1 Marke auf bis zu X Kreaturen. Aura Equipment und modified Kreaturen haben Hexproof bis meines Zuges. Schön. Tenequick Transplanter. 4x2/4, wenn der oder die equippte Kreatur angreift, kriegen wir ein grünes Mana für jede Stärke. Und das Mana verliert sich nicht in den Endsteps. Oder Faces. Aber wir kriegen es nur bis zu meines Zuges. Reconfigurate für 3 Mana equippen oder runter equippen. Dann haben wir Agitan Ant. Ist eine Ameise-Insekt. 3x2/2 zu Beginn des Endsteps kriegt jeder Spieler 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur. Und jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke ist gegoldet. Nett. Chain Reaction. Da kommen wir in die Reprint Section. 4 Mana Sorcery. Wir fügen X Schaden an einem Spieler zu, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die am Spieler kontrolliert. Chain Reaction. Wir fügen X Schaden an jeder Kreatur zu, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die auf dem Spielfeld sind. Sehr nice. Chaos Warp. Coole Karte. Ein rotes, 2 farbloses Instant. Wir mischen ein permanentes zurück ins Deck und decken dann oben vom Deck auf. Und wenn es permanent ist, das wir aufdecken, können wir ins Spiel bringen. Nice. Elemental Mastery, 4 Mana Enchantment, wir enchanten eine Kreatur, die enchantete Kreatur tappen, wir kreieren 1/1 Elemental, wobei X die Power der Kreatur ist und sie wird am Ende des Zuges geopfert und sie haben mehr Eile. So. Goblin Race Runner. Boah, ist der aus dem ersten?
Ich glaube, der ist aus dem ersten Syndikar. 4 Mana 3, 4. Für 2 Mana können wir ein Land opfern und eine +1/+1 Marke drauflegen. Zu Beginn des Endsteps können wir den so viele Schadenspunkte an einem Spieler oder einem Planeswalker zufügen lassen, wie der +1/+1 Marken hat. Krenko Tin Street Kingpin. 3 Mana 1, 2. Wenn der angreift, legen wir eine +1/+1 Marke und kriegen dann so viele 1/1 Goblins, wie der Marken hatte. Ne, Power hatte. Krass sogar. Oh, mein Gott. Ox of Agonis Reprint. 5 Mana 4, 2. Wenn er ins Spielfeld kommt, werfen unsere Hand ab, ziehen 3 Karten mit 2 rote Escape. Können wir also aus dem Friedhof spielen für 2 rote und 8 Karten exilen. Und wenn er zum Friedhof ins Spiel kommt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Nett. Shifting Shadow. 3 Mana. Enchanten wir eine Kreatur. Die enchantete Kreatur hat Eile. Und zu Beginn des Versorgungsdemens zerstören wir die Kreatur. Decken dann oben von unserem Deck so lange auf, bis wir eine Kreatur aufdecken. Legen die Karte ins Spielfeld und enchanten diese Karte wieder dran. Okay. Starstorm. Ich glaube, der war mal Mythic. 2 rote und X. Wir fügen X-Schaden an jede Kreatur zu mit Cycling. Sehr coole Karte. Tauren Mauler, 3-2-2 mit Changeling, hat also alle Kreaturentypen. Und immer wenn den Gegner einen Spell castet, irgendeinen Gegner, kriegt er eine +1/+1 Marke. Oh mein Gott, ich hab mich natürlich nicht informiert, was hier alles drin ist, damit ich ein bisschen auch reacten kann. Und Bearumbra ist hier drin. 4 Mana Enchantment, die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2. Und immer wenn sie angreift, dann tappen wir alle Länder mit totem Armor. Das heißt, wenn die Kreatur stirbt, nehmen wir stattdessen die Aura runter. Cool. Champion of Lamphold, 3-1-1. Kreaturen, die Stärke kleiner als die Power von dem hier haben, können nicht blocken. Immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Mark auf den. Nett. Forgotten Ancient. 4-0-3. Immer wenn wir einen Zauber casten, können wir eine +1/+1 Mark auf den legen. Zu Beginn des Versorgungssegments können wir beliebig viele +1/+1 Marken von dem auf eine andere Kreatur legen. Nicht schlecht. Genesis Hydra, der Name sagt mir irgendwas. 2 grüne und X, 0-0, kommen X +1/+1 Marktspiel und wenn man die gecastet hat, kann man die obersten X-Karten vom Deck vorzeigen und jede nicht, nee, eine nicht dann permanente Mana kosten X oder weniger davon ins Spiel bringen. Okay, das hat einfach nur neues Artwork, das ist eine M-Karte. Primeval Protector, hier sind gefühlt mehr Rares drin. Ein grünes 10 Mana, 10-10, der kostet 1 Mana weniger für die Kreatur, die jeder kontrolliert und wenn er ins Spiel kommt, legen wir eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur, die wir kontrollieren. Uff, der stark. Rishka Prima Renegade. 3 Mana 2-2, wenn der Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf jede bis zu 2 Kreaturen. Und wir können jede Kreatur tappen für Mana, die einen Counter hat. Das ist ganz nett. Rishkar Exercise. 6 Mana Sorcery. Wir ziehen Karten in Höhe der stärksten Stärke, die wir haben. Und danach können wir einen Spell casten, Mana kosten 5 oder weniger, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Nicht schlecht für Commander. Shamanic Revelation. 5 Mana Sorcery, wir ziehen eine Karte für jede Kreatur und wir kriegen 4 Leben für jede Kreatur mit Power 4 oder mehr. Okay. Soul's Majesty. 4 Mana Sorcery, wir ziehen Karten in Höhe der stärksten Kreatur, die wir kontrollieren. Ja, das ist halt jetzt eine Menge Card Draw. Ist eine Menge Card Draw drin. Krass. Starbreaker Behemoth. Oh mein Gott. God as Beerbreaker, 7 Mana, 5-5, unzerstörbar für ein farbloses Quid, eine Kreatur mit Stärke 5 oder mehr, auch unzerstörbar. Viele Rares. Whiptongue Hydra, 6 Mana, 4-4, Reach, wenn sie ins Spiel kommen, zerstören wir alle Kreaturen mit fliegend und liegende +1/+1 Marke für jede Kreatur, die wir zerstört haben, auf die drauf. Decimate, 4 Mana Sorcery, wir zerstören ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment oder ein Untenland. Und, nicht oder, und. Ulash, the Hate Seed. Oh mein Gott, 4 Mana 0-0, wenn sie ins Spielfeld kommt, kommt sie mit einer +1/+1 Marke für jede rote und eine +1/+1 Marke für die grüne Kreatur, die wir kontrollieren, ins Spiel. Und für 1 Mana können wir von denen +1/+1 Marke runternehmen, um das Subrolling zu kreieren oder einen Schaden zu schieben. Das ist allererstes Ravnica, das ist meine Heimat, das ist, ach, da. Black Blade Reforged. 2 Mana Equipment, die kriegt +1/+1 für das Land. Equipped an Legendary Creature für 3 Mana und equipped für 7. Krass. Boneward, da ist unsere Living Weapon. 4 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt +6/+6, wobei X die Anzahl an Kreaturen in allen Friedhöfen ist. Nicht schlecht. Sword of Vengeance, 3 Mana Equipment, die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+0. Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel und Eile. Dann haben wir das Cinderglade. Kommt Endab, das Spiel, wenn wir 2 oder mehr Länder kontrollieren. Exotic Oshard. Mana beliebiger Farbe, die der Gegner kontrollieren könnte. Ist ganz nett. Game Trail. Können wir, kommt, wenn er ins Spiel kommt, können wir Mountain oder ein Forest vorzeigen. Ansonsten kommt das Ding getappt ins Spiel.
Moss Fire Valley, tappen für ein rotes oder grünes, wenn wir einen Mana bezahlen. Moss Fire Valley, ja, das ist die doppelte Karte. Oran Reef of the Westwood, kommt getapptes Spiel, tappen für ein grünes oder tappen, wir legen eine +1/+1 Mark auf jede Kreatur, die in dem Zug das Spiel geändert hat. Sehr stark. Raging Ravine, auch nicht schlecht. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein rotes oder grünes. 4 Mana wird zu einer Kreatur. 3/3 und immer wenn sie angreift, legen wir eine +1/+1 Marke drauf. Die behält sie auch, wenn sie zum Land wird. Der Tempel kommt getappt ins Spiel, ins Scry 1, rot-grün. Und dann gucke ich mir die anderen Karten noch an, die wir so haben, ob ich irgendwas sehe. Beast Within, sehr cool. Oh, wie süß. Rampant Grove, Sakura Tribe Elder, in einem sehr seltsamen Artwork, wenn ihr mich fragt. Ich bin ein sehr großer Fan vom Original-Artwork. Mage Slayer, oh, nicht schlecht. Akan Signet, Freakfire. Da sind ein paar coole Ausrüstungen drin. Und ja, es ist ein ganz nettes Deck. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Deck haltet und ob ihr eher dieses Deck oder das blau-weiße Deck favorisiert habt. Ich bedanke mich nochmal für den Zuschauer, für den ich dieses Deck öffnen konnte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Abelexit. Ciao, ciao.